Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Wir haben jetzt Folge, glaube 47 mittlerweile. Eigentlich habe ich gesagt, dass ich offline weitermachen werde. Ich habe, glaube, nichts gemacht. Weiß gar nicht, nee, eigentlich habe ich nichts gemacht. Weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt nimmst du noch mal schnell ein Video auf. Ich habe gerade zwischendurch Zeit. Das anarbeiten. Und dachte mir, okay, das haben wir ja getestet, das funktioniert. Ich habe vergessen, das in der Konsole umstellen. Hier wird noch Dark Steel hergestellt. Da ist halt die Frage, wie lange der Typ da braucht. Vielleicht gehen wir ein bisschen beschleunigen. Damit das sich nicht so einsam fühlt und so langsam ist. Aber wir können rein theoretisch eine Torch Reno hinstellen, dann wäre er schneller, wäre auch eine Möglichkeit. Können hier den Double Compress nehmen. Ja, auch eine Möglichkeit. Das geht schon mal schneller. 32.000. Auch schneller? Nee. Also wirklich schneller geht es ja auch nicht damit, oder? Change Mode. Plus 3. 7 mal 7 mal 3. Geh jetzt mal weg, du. Okay, es braucht schon länger, aber so, dass ich sagen würde, dass es so extrem schnell 32.000 Prozent. Kann jetzt nicht sagen, aber. Ach so, es hapert am Strom, deswegen, okay. Wenn man leider mal so, kriegt man dann wieder Strom dazu? Nein. Warum haben wir hier Strommangel? Weil können wir nur mit 611 reinfahren, das ist das Problem. Also wir müssen hier die komplette Stromleitung mal ersetzen. Was auch kein Problem wäre, weil wir können ja sagen, Energy Pipes haben wir nicht. Wir haben die noch nicht automatisiert. Dann wird es Zeit. Zwar hier. Das. Dann brauchen wir natürlich noch das hier. Und dann brauchen wir noch das Rezept, aber das muss da oben rein. Wie geht das jetzt? So, nee, wie hat das jetzt geheißen? Wie nennt man den Scheiß da jetzt? Binder, genau. Binder. Und zwar das hier wird aus dem. Und da braucht man natürlich wieder einen. So, den Gedöns hat man nicht mehr. Pattern. Machen wir mal 10 Stück schnell. Schnell habe ich gesagt. Gib Gas, Junge. So. Das Rezept muss in den Ofen. Doch, ich habe es offline gemacht. Ich habe es gerade gesehen. Ihr vielleicht auch. Haben wir ein wenig drin. Aber noch gar nichts drin. War das only, okay. Hier rein und die zwei normalen Crafting-Rezepte hier rein. Und dann wir jetzt sagen, wir wollen Energy Conduit. Und davon 10 Stück zum Beispiel müsste er durchkraften. Einrechnerisch, genau, müsst ihr die Maschine nehmen. Energy. Haben wir 16 Stück. Perfekt. Können wir hier hinten mal die Energie-Pipes ändern? Ursprünglich war das jetzt nicht mein Plan. Da ist Energie. Ich glaube, das geht ja sogar. Genau. Man kann jetzt einfach nur draufklicken und man kriegt dann die anderen Energie-Pipes zurück. Finde ich auch genial. Und somit haben wir jetzt hier 10, nee, 32, 20 Down Dive Leitung. Sollen wir jetzt mal gucken. Überall dieselbe gut. Das heißt, jetzt müsste das mit Beschleunigung auch funktionieren. Und dann nehmen wir da mal ein bisschen wieder mit, das ganze Zeug hier. Das braucht man immer wieder. Kapazitorbänke auch mitnehmen, aber stromsicherheitshalber. Werden wir sowieso wieder brauchen. Was wir jetzt machen wollten, ist Obsidian. Und zwar das Rainford Obsidian wollte ich mal 64. Da fehlt uns Obsidian. Und da habe ich ja die Maschine schon aufgebaut. Hier. Um Obsidian herzustellen. Macht einfach nichts. Also hier unten Lava und da hinten habe ich einfach eine Transferpipe, die Wasser reinbombt. Natürlich Strom.
Dann haben wir, da zieh dir an. Was zum Geier ist das? Nein. Das hier auch? Nee. Wo in der Mähe? Mal erst drück. Eins, zwei, drei. Habt ihr eine Idee, was das sein sollte hier? Würde mich echt interessieren. Interessant, interessant. Obsidian 64, Start, Start. Rein rechnerisch müsste der jetzt aber schneller gehen, genau. Jetzt hat er ein bisschen mehr Energie. Kommt gar nicht mit dem rein drücken nach. Das wollte ich jetzt dann genannt. Ich glaube, wir werden da trotzdem wieder die andere dorthin tun. Ich glaube, die genügt da schon. 400. Ja, es geht auch wunderbar. Die Energie, die sinkt noch immer. Okay. Das heißt, der braucht jetzt ja enorm viel Energie, wenn wir jetzt mal kurz außen gucken gehen. Ja, genügt. Puffer ist immer voll. Wir brauchen gerade 500. Frage mich gerade, warum das nicht mehr geht. Wo ist das Problem? Vermutlich an der Maschine selbst. Dass die einfach nicht mehr reinlässt, sozusagen. Aber mit Scheitern wahrscheinlich. Er sagt, ich habe einen gewissen Input und mehr nehme ich nicht. Egal wie schnell du mich machst. So vermute ich jetzt mal. Bei maximal 100 RF. Ja. Okay, lassen wir ihn einfach mal so laufen. Das ist ja nicht so schlimm. So, der hier läuft nicht, weil ein Pyro, Dium, Pyro, irgendwas Gedöns fehlt. 64, Freund. Also das System funktioniert hier wunderbar mit Redstone. Ich nehme immer wieder Redstone raus. Und jetzt gucken, wir haben schon 700 Redstone. Also das war echt, ja, der Umbau oder das Aufbau von dieser. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Cheaty-Version, aber es ist schon ein bisschen Cheaty-mäßig. So, wir werden jetzt mal in den Keller gehen und mal gucken, wo wir den Wither-Spawn-Raum bauen. Ich dachte mir ja fast, dass wir es hier so reinbauen. Also hier normale Mobs bauen. Hier Cursed Earth mit Mob spawn eventuell. Und hier drüben zum Beispiel Wither. Daran tue ich, wie gesagt, wir könnten ja hier alles protecten. Frage eben, wie weit das richtig funktioniert mit dem Protecten. Aber normal müsste es gehen, also. Ich sage mal, im Normalfall kann man das Glas alles protecten und das soll es kein Problem geben. Was wir machen müssten, ist eben ein Mob-Grinder noch bauen. Das werden wir noch schnell machen. Blab. Mob Grinder. So, da fehlt uns zweimal Diamantschwert. Dann das in der Mitte hier ist auch keine Kunst mehr. Und fertig ist der Mob Grinder. Natürlich Strom brauchen wir dann unten noch. Das heißt, Flux Network? Nee. Ich vergesse immer den Namen. Doch, ist ich flack nicht. Okay. Send Energy, Receive Energy, den da. Brauchen wir nochmal den da. Da brauchen wir wieder das da. Da kann man ja vorerst mal den nehmen. Hier mal und wir brauchen Receive Energy. Den da. Mit einmal Redstone Block. Den kann man noch nicht craften. Und dann nochmal den und den. Passive Energy. Gut, dann haben wir die Energie unten auf alle Fälle. Den Controller werden wir auch noch brauchen, weil wir müssen ja das wieder aufbauen. Das da draußen. Habe ich das jetzt abgebaut oder nicht? Nein, noch nicht. Gut, bauen wir das Ganze hier mal ab. Ah, es geht so nicht. Gut. Braucht man wirklich die richtige Range dafür. Küste können wir abbauen. Was habe ich jetzt abgebaut? Fackel brauche ich nicht. Gut, dann brauchen wir ein
Travel Angel. Haben wir den schon ein paar? Gott. Auch mal besätigen. Okay, haben wir. Dann brauchen wir noch mal Pulsating. Ist das das? Ja. Mach mal zwei davon. Bei dann bauen wir uns dann noch einen welchen. Hier. Da. Gleich zwei Stück. Dann können wir einen hier hinstellen. Dann nennen wir den einfach Base. Und keine Ahnung, was wir rein tun, nichts. Egal. Aber wenn wir dann das Schwert in der Hand haben und Shift drücken, können wir uns hier hinborden, zur Base sozusagen. Dasselbe machen wir dann noch unten. Hier unten, also am besten ja hier in den da rein. Man kann ihn natürlich auch noch verstecken, damit man sie nicht so auffällig sieht. Das ist dann Spawn. Spawn. Ja. Und jetzt können wir von hier dann, wenn wir zack, können wir gleich hier hoch oder hier den Spawner runter. Das finde ich gut. Den behalten wir mal, falls wir ihn noch brauchen für irgendwas. Dann hier, wie gesagt, hier hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Kriegen wir hier eigentlich? Nee, können wir nicht. Bei mir haben wir hier gar. Okay, geht auch. Glas. Natürlich haben wir jetzt kein gelbes Glas mehr, ist eh klar. Ich habe kein normales Glas. Dann kraft den mal schnell behetzt. So, gut. Dann, wo ist das Glas hier? So, nochmal Glas. Dann, das raus. Da. Weil dann tun wir das Glas hier wieder rein und stellen den Mobgrinder hier hin. Gut, das sollte richtig stehen, wenn hier die Hände sind. Genau. Oder halt der Kopf. Dann braucht er natürlich wieder Energie. Das machen wir alles unterirdisch. So, gucken hier. Hier. Da ist noch eins weiter. Hier unten wieder so einen kleinen Raum. Braucht man eh immer. Wenn wir ja noch verschiedenste Kabel hier unten brauchen. Wir müssen ja hier drin dann auch noch gucken. Wir müssen ja hier das ME-System auch noch unterkriegen. Bin zu überlegen, ob wir das auf die Seite stellen. Auf die Seite. Wird ja fast auf die Seite stellen. Dass wir hier hingehen und sagen. Problem bei der Sache wird sein, wir müssen ja das. Kurz überlegen. Das, das, das. Weil die Köpfe müssen ja zum Schluss drauf. Das ist ja klar. Jetzt nehmen wir mal hier Platz machen. Da muss ja hier sozusagen hier, hier, hier und hier oben noch dreimal. Da wird das sozusagen gespawnt werden. So, drei von diesen Konstruktor-Dings brauche ich noch. Konstruktor. Einen haben wir noch. Zwei brauchen wir noch. Einmal. Der nächste dauert ein bisschen länger, weil da muss er wahrscheinlich einen größeren Crafting-Auftrag machen. Drei sagt jetzt, wie machen wir das am besten? Idee habe ich schon, wie wir es am besten machen. Das ist ein bisschen Aufwand, aber es wäre möglich. Eins, zwei und drei. Gut. Hier müssen wir natürlich dann noch sagen, was wo reinkommt. Das machen wir aber jetzt vorerst mal. Machen wir das so. Cobblestone. 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 Stein. 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 Also, die können wir hier schon Soul Sand rein tun, aber auch egal. Stein. Und hier dann. Wird das jetzt richtig gemacht, was ich hier mache? Nee, eigentlich nicht. Na doch, wir können es einfach so lassen. Ist egal. Eigentlich hätte es noch eins weiter nach vorne gehört. Aber ist auch egal. Zack. Zack. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier.
Genau. Immer genau hier unten, wo ich hin wollte. Gleich mal ein bisschen mehr Platz hier. So. Fackel, damit nicht alles Mobs spawnen. Dann du runter. Dann mal gucken, wo wir den dann hin platzieren. Lass mal hier einfach so hin. Dann hier noch Platz machen. Gut, dann haben wir den mal. Hier können wir wieder Glas hin tun, weil da brauche ich ja nichts mehr. Das, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt noch irgendwie sogar covern kann mittlerweile. Das weiß ich gar nicht. Müsste man gucken mal. So. Das heißt, die hätten wir. Perfekt. Das heißt, wenn wir die mal wegtun hier. Und dann unten das ME-System sozusagen aufbauen, indem wir hier den Controller irgendwo hinstellen. Wenn wir halt gucken, ja, es sollte nochmal nichts passieren, wenn wir hier den Controller. In den Controller hin. Ohne Work mit Redstone, ohne Work ohne Redstone. Wir brauchen hier vorne Energie. Also hier brauchen wir Energie. Wo bist du? Da. Und dahin brauchen wir Energie. Das heißt, rein theoretisch wäre es ja fast sinnvoll, wenn wir den Controller hier oben irgendwo hinstellen würden. Einfach hier hin. So, jetzt arbeitet er und wenn ich die Fackel platziere, arbeitet er nicht mehr. Doch, weil ich erst umstellen muss. Komisch. Na gut. Dann kann ich. Kabel? Ne, die lassen wir. Die werden wir noch brauchen. Die brauchen dann noch eine Kiste mal. Und gucken, wie ich das jetzt am besten mache. Ich will ja den Widder so machen, dass ich auf Bestellung sozusagen den Widder machen kann. Genau, wenn auf Bestellung. Das möchte ich ein bisschen mit einer Mechanik dahinter machen. Weil das könnte ich auch. Ah, ich hätte eine gute Idee, was ich noch machen kann. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Bleibt dran, macht's gut. Tschüss, Leute.